Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. So, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Orden, beziehungsweise nach Mitgliedern des Ordens. Und ich habe jetzt beschlossen, dass wir erstmal hier diesen Trinkmeister in Legra Kester holen. Und zwar habe ich die ganze Zeit überlegt, wo ist das? Wie komme ich dahin? Wie finde ich das überhaupt? Römische Ruinen und so. Und ja, ich bin total bescheuert, weil, guck mal, diese Trickspiele werden noch angezeigt. Also ganz easy, der Typ ist nämlich hier. Und da reisen wir jetzt hin und schnappen ihn uns. Einfach so. Schauen wir mal. Ach, das ist ja ein Trickspiel. Ach, im Saufen bin ich nicht so gut. Guck mal, da ist mein Drachen. Adler. Der ist schon geil. So, jetzt erstmal hier runter. Wo geht's runter? Wir gehen nach da runter. So. Liegt er da? Ne, das ist nicht meiner. So. Wir wollen trinken gehen. Attacke. Na komm, hoch. Sehr gut. Ja. Hey, Moment! Hey, Wo nein, geht man nein. da runter? Was? Jetzt haben die denn schon wieder Schmerzen? Was habe ich denen denn getan? So, geht mal weg. So, ah, hier ist Meine er. Kehle ist ganz trocken! Okay. Ich dachte, ich hätte die abgehängt, aber gut. Jetzt sind sie weg. Oder auch doch nicht weg? Am eigenartigsten finde ich die blasphemische Vorstellung von denen, dass Jesus nur einer von vielen Göttern ist. Als hätte er irgendetwas. Was ist los hier? Irgendein hat doch was für mich. Gott, Feierabend. Wer meint, dass er saufen kann wie ich, soll es beweisen. Okay, komm. Du siehst durstig aus wie ein Fisch überm Feuer. Trink schneller als ich und du kriegst das Silber. Also gut, trink Bier. Lass mich dein Silber glänzen sehen, ja? Komm, wir machen mal Darauf so. Trinke ich. Mach dich bereit. Komm. Ah. Alles klar. Oh Mann. Ich unbedingt das Leben ist. Ach, da Wolf Helge, Skull und Rotian. Okay. Abballer. Okay, einer noch. Oh, ich hab gewonnen. Ich glaub's ja nicht. Und ich hoffe, das war jetzt auch der Typ. Yep. Nee. Lass mich mal. Ich will erstmal wieder ausnüchtern jetzt. Hoppa. Okay. Jetzt schauen wir mal. So, da haben wir noch einen Hinweis. Untersuch die Häuser nordwestlich der Wassermühlen im Weiler. Okay. Ah ja, genau. Das hatte ich ja auch schon. Da. Schaut da. Da oben habe ich schon. Oh Gott. So, dann spazieren wir da mal hin. Kann ich da einfach so? Geht das schnell?
Wo war das hier unten? Ah, warte, dann jumpen wir mal dahin. Und dann schauen wir. So. Das hätten wir schon. Nicht abhauen hier. Mach dort fest. Ah ja, darüber. Ja, ja, genau. Lasst mich mal. Geht da selber rüber. Ihr könnt schön hier bleiben. Ihr macht eh nichts außer Nerven. So, aber. Ich nehme meinen Wulfi. Attacke! Zur Kartenmarkierung. So. Ah, Moment, bevor es richtig abgeht, noch einmal lesen, wo wir da genau hin müssen. Untersuche die Häuser nordwestlich der Wassermühle im Weiler Vionrik. Häuser nordwestlich der Wassermühle. Okay. Geh bloß weg. Da wollen wir hoch. Hey, da oben sind Häuser. Halt. Gehen erstmal hier hoch. Da ist Wassermühle. Ach komm schon. Echt jetzt. Weißt du was? Du wartest jetzt mal hier draußen. Um den Rest kümmere ich mich. So. Die Häuser nordwestlich der Wassermühle. Geh weg. Ach, der da war das, der Besoffene da, oder was? Na, Moment. Halt die Schnauze da hinten. Verrat mich doch nicht, du Penner. Okay, da hocken noch welche. So, nordwestlich. Hier also, da. Das Haus da oben vielleicht. Schauen wir mal. Aha, da sind wieder böse Buben. Natürlich. Wie soll es denn auch anders sein, ne? Da holt denn da schon wieder rum. Habt ihr gesehen, da war gerade Xena. Schlaf gut. Haltet doch die Klappe, Menscheskinders. Verraten mich noch. So, jetzt brauche ich noch die Kanalratte, die da drin hockt. Und da ist auch nur noch einer. Okay. Das ist gut. Da ist der Hinweis. Also richtig. So und so. Jetzt wissen wir, wo der ist. Die Gunilla ist das. Die gute alte Gunilla. So, guck mal. Jetzt können wir einfach rausgehen. Der ist betrunken. So. Gunilla, wo steckst du? Zeig ich mal. So. Markiert. Okay. Gunilla hier oben. Okay. Jopidun. Jopidun. Was haben wir denn da mal gemacht? Jopidun, das kenne ich doch. Die Frage ist nur, woher? Jopidun. Keine Ahnung, ist Banane. WC los, machen die Olle kalt. Hoffen, dass wir den nächsten Hinweis für irgendwas bekommen. Und dann geht's weiter. Huch, wo sind wir hier gelandet? Wo ist sie denn? Da oben ist sehr schön. Was war das denn? Evo, hast du gesoffen? Joppidun. Soff dich hier einfach so rein?
Okay. Nichts mit Misstrauensgebiet. Oh. Ach. Die läuft da unten einfach so rum. Die ist aber mutig. Hallo. Wir müssen uns dem Orden zuwenden. Er weist die Menschen an ihren Platz. Er verspricht keine Wahrheit, aber wahre Macht. Damit entehrst du den Sinn des Lebens. Nein. Nein, nein. Für mich ist der Sinn die Mehrung von Macht. Wer oben ist, wird noch höher steigen. Du wirst sehen. Naja, du fällst auf jeden Fall erstmal ganz tief. Okay, Gunilla Ordensmitglied ausgeschaltet. Die Zwinge. Oh, ich habe noch einen gefunden. Ah, sehr schön. Okay, dann wollen wir mal schauen. Den da unten. Ringa. Oh, okay. Na dann. Blitzen wir zu dem. Hier haben wir einen Hinweis bekommen. Die Drehbank. Besiege den Meister im Würfel im Gasthaus von... Oh Gott, bitte nicht. Dieses Würfeln, das ist doch sowas von blöd. Ich will das nicht machen. Das Öl. Untersuche das Fest in der Nähe des Hänggehöfts in den Hügeln südlich des Stanhäng. In Hamtunshire. Hamtunshire. Reicht das schon mal? Hamtunshire. Hamtunshire. Worcestershire. Worcestershire. Okay, ich denke... Ah, hier ist Iofe. Ah, schaut einer an. Da ist er ja schon. Was sind das hier? Pilze? Okay, wir blitzen nach hier. Holen uns den Knallkopf und dann kriegen wir bestimmt wieder ein, zwei Hinweise auf wen anderes. Und dann nehmen wir das doch auch noch mit. Ach, hier ist ja so kalt. So. Wo ist dieser Typ? Okay, hier ist Wasser, da ist er ganz sicher nicht. Warum sehe ich denn von hier nicht? Gut. Egal. Ach, dahin. Oh Gott. So, okay. Dieser Typ ist wo? Hoppala, dran vorbeigesegelt. Okay. Pass auf, wo du hinlatscht. Ja. Okay, jetzt muss ich mal so gucken. Okay, hier hinten ist er irgendwo. Okay, den haben wir jetzt. Sehr schön. Also. Was denn? Ab zur Kartenmarkierung. Gib Stoff, Junge. Gib Stoff. So, den machen wir jetzt noch. Dürfte ja nicht allzu lange dauern. Büchse. Puh. Mitten auf dem Kopf. So. Der scheint auch offen da irgendwo rumzuhampeln, hä? Was ist los mit dir? Hab mal ein bisschen schneller.
Und schlafen war hier keine Rede, Freundchen. Ja, ganz genau. Fischhändler können keinen tagealten Fisch verkaufen. Wo ist dein Mann? Wieder angeln? Oh. Das sagt er, aber ich befürchte, das Einzige, was er angelt, sind noch mehr Spielschulden. Vielleicht sollte ich ihn doch rauswerfen. Mach das. Ruhe in Frieden, Greve. Deine Zeit ist gekommen. Ja, nun stelle ich mich beim Vitenagemot der Götter meinem Urteil. Nach Helheim mit dir. Ei, selbst Helheim braucht einen Greve. Er hat schon von sich überzeugt, der Knallkopf, wa? Na gut, sein sagt Problem. Sagt er, aber ich befürchte, das Einzige, was er angelt, sind noch mehr Spielschulden. Vielleicht sollte ich ihn doch rauswerfen. Da. Ohne diesen Strolch bist du besser dran. Mein Mann sollte längst zurück sein. Der Tölpel macht mir nichts als Sorgen. Okay, also keiner freigeschaltet. Halt doch mal die Backen. Mein Gott, ist die nervig. So. Hier unten. Für den haben wir einen Hinweis bekommen. Der Vater erteilt Fulke Befehle. Der Vater ist Sachse. Der Vater hat eine Machtposition inne. Da wäre ich ja niemals drauf gekommen. So, hier sind noch zwei Stück, bevor wir ihn definitiv bekommen. Ja. Ach, ich will nicht würfeln. Na gut. Um den Kram kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Wie schaut es denn mit unserem Fertigkeitspunkt aus? 226. Ein bisschen brauchen wir noch, damit wir da hinten ordentlich bestehen können. Aber das dürfte ja nicht mehr allzu lange dauern. Okay, meine Freunde, ich wünsche euch was. Genießt alles, was ihr habt. Ach, halt doch die Klappe. Wer klug sein will, muss weit wandern. Ja. Vielleicht ist unter den Klippen von Skadaborg ein guter Ort zum Angeln. Nein. Jetzt seid ihr mir erstmal alle ruhig hier. So. Ich will mich nämlich von meinen Zuschauern verabschieden. Okay, meine Freunde. Nochmal von vorne. Ich wünsche euch alles Gute. Genießt alles, was ihr habt. Danke, dass ihr da wart. Und wenn es euch gefallen hat, schaltet einfach in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, macht's gut.